Hallo, hier ist euer Gärtnermeister Klaus Wenzel. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Blumenkistl bepflanzt, welches die steirischen Blumenschmuckgärtner als Partnerbetriebe für Natur im Garten Steiermark kreiert haben. Die Blumenschmuckgärtner möchten mit diesen Blumenkistl auch auf die Kriterien von Natur im Garten eingehen. Zum Beispiel dorffreies Pflanzsubstrat, nachhaltig ökologischen Dünger wie zum Beispiel Schafwolldünger, und als Pflanzenstärkung werden dann Brennnesselauszüge oder Pflanzenextrakte verwendet. Die Blumenschmuckgärtner haben auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass die ausgewählten Blumen auch sehr insektenfreundlich sind. Zum Beispiel das Wandelröschen, die Fächerblume oder auch sehr beliebt bei Wildbienen zum Beispiel die Verbene. Sogar bei Pelargonien kommt das Taubenschwänzchen, das ist ein Falter mit einem langen Rüssel, der den Nektar saugen kann, oder verschiedene andere Bienen und Insekten auf Bidens oder Euphorbie. Zuerst gibt man in das Blumenkistl etwas dorffreies Pflanzsubstrat. Danach kommt eine gute Handvoll Schafwoll Pellets, welche aus Blumendünger sehr gut verwendet werden können. Und danach wird diese Schicht wieder mit Pflanzerde abgedeckt. Ist das Blumenkistl circa 3/4 voll mit Erde gefüllt, kann man bereits mit den Pflanzen beginnen. Hier zum Beispiel das Wandelröschen. Das setze ich auf die Seite. Gegenüberliegend als Gegenfarbe zum Beispiel rot die Verbene. Sehr leuchtend neben rot in gelb wäre die Bidens. Als wunderschönen Kontrast habe ich auch die Fächerblume hier. Sehr wichtig für den Blumenschmuck bei den Blumenschmuckgärtnern sind auch Strukturpflanzen, wie zum Beispiel das Gnaphalium oder Ruhrkraut. Und sehr beliebt und auch sehr schön die Begonie, der Steirermadel. Diese Pflanzen sind alle hängend und wurden daher im vorderen Bereich eingepflanzt. Dann wird zwischen den Töpfen noch mit Erde aufgefüllt. Und als Abschluss kommen im hinteren Bereich noch stehende Pflanzen, wie zum Beispiel das Salbei. Den setze ich hier bewusst zwischen Gelb und Blau. Das ist eine Euphorbie, eine sehr dankbare Insektenpflanze, sehr üppig blühend in Weiß, die gebe ich in die Mitte. Und sehr schön von der Farbe her pink, damit das Kistl ein sehr buntes Kistl und sehr insektenanlockend wirkt, habe ich eine pinke Pelargone gewählt. Sehr wichtig, die noch freien Stellen mit Erde zu befüllen. Schauen, dass alle Pflanzen gut angedrückt werden. Und dann ist eigentlich der Pflanzvorgang für das insektenfreundliche Blumenkistl fertig. Sehr wichtig ist, dass man nicht das Angießen vergisst. Und so ist eigentlich ein sehr schönes Blumenkistl, wo sich Menschen, Natur und Insekten sehr daran erfreuen können, fertig bepflanzt. Ganz wichtig ist, am Anfang gut angießen, jeden Tag kontrollieren, ob Feuchtigkeit gebraucht wird. In den ersten 2 bis 3 Wochen wahrscheinlich jeden zweiten Tag gießen und im Sommer, wenn es heiß wird, dann muss jeden Tag gegossen werden. Als Gärtner-Tipp, sehr wichtig, auch im Sommer Schafwollpellets als Biodünger nachdüngen. Die können einfach dann auf die Erde gestreut oder leicht eingegraben werden. Und zusätzlich würde ich bei jedem zweiten Gießen flüssigen Biodünger in das Gießwasser geben und damit die Blumen angießen. Somit ist der Gabentisch für die Insekten gedeckt. Mit diesem Beitrag zur Natur im Garten möchten sich die steirischen Blumenschmuckgärtner
bei der Umwelt und bei den Insekten bedanken. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche viel Erfolg beim Einpflanzen der Blumen und viel Erfolg im Garten. Euer Gärtnermeister Klaus Wenzel.